Wenn euch mal der Hafer juckt oder sogar der Füller drückt, ihr euch nach dem Weibe sehnt, der Jockel sich bis ins Unendliche dehnt, dann bin ich dafür, meine lieben Freunde, dann singt ihr einfach mal ein Lied. Zum Beispiel... Freunde, es ist wieder Zeit. Wir wollen mal wieder arbeiten. Es ist in der Zwischenzeit vom letzten V-Blog bis zu diesem V-Blog so viel passiert, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Ich packe aber gerade meinen Koffer und nehme mit. Action Cam, ganz wichtig. Vielleicht schaffe ich die heute nochmal irgendwo anzubringen. Ich habe übrigens immer noch keine richtige Lösung gefunden, wie ich die am besten sichere. Weil dieser tolle Fuß hier von Rollei soll bis zu 300 km/h halten, habe ich gesehen im letzten V-Blog und hier glaube ich auch. Ich muss jetzt echt mal sagen, Leute, Alter, krass, was dieser Kanal durch die Decke gegangen ist. Ich will euch das mal so sagen, wir werden überhaupt keine Kommentare mehr angezeigt seitens YouTube, weil es anscheinend zu viele sind. Es sind, glaube ich, über 1000 Kommentare in 2 Tagen oder sowas und YouTube kommt überhaupt nicht mehr hinterher. Wir sind jetzt, glaube ich, wenn das Video draußen ist, müssten wir 15.000 geknackt haben. 15.000 und ich wollte vor kurzem, ihr wisst es, noch nicht mal eine Woche her, da habe ich gesagt, gleich sind wir bei 10.000, kann ich das 10.000 Abo spezial machen? Ist noch nicht mal Wochenende und ich bin bei 15.000. Leute, was geht ab? Egal. So, Kameramodus mit, Actioncam. Hallo. Da hältst du komischerweise. Warte mal. Brauchen wir Kameras da. Mein Cappy muss mit. Selfie-Stick muss mit. Ersatzakkus, Speicherkarten und den ganzen Gedöns muss auch mit. Portemonnaie haben wir am Start. Ach ja. Ach ja, da habe ich noch was. Ah, wartet mal ganz kurz, ganz kurz. Gaming-Kanal auf YouTube habe ich gecancelt. Ich mache es nur auf Twitch. KaiGTD ist mein Twitch-Name. Wer Bock hat, mal ein bisschen zocken und so. Alle 14 Tage zocke ich da. Dann www.gtdforum.de. Unten in der Videobeschreibung ist alles verlinkt, Leute. Guckt da mal rein. Das Forum für euch kostenlos. Könnt ihr ein bisschen rum diskutieren, machen, hin und her. Auf jeden Fall. Dann die Templates, dieser Header oben ist von dem Flo designt. Auch den seine Seite packe ich unten rein. Lasst da auch mal ein Like da, wenn ihr vielleicht irgendwelche grafischen Aufgaben für ihn habt, dann wird er sich bestimmt freuen. Ich danke dem Flo, dass er es so wunderbar hinbekommen hat. Ich sehe irgendwie total bekloppt aus, wenn ich das so mache. Machen wir mal so. So. Ja, das soll es jetzt erstmal schon mal gewesen sein. Das Forum hin und her. Und dieses Wochenende am Sonntag, ich denke mal zwischen 18 und 19 Uhr, Abonnent meine E-Benachricht, kommt wieder die Talkrunde. Ihr liebt es ja auf Sonntags, der Livestream dann auch so. Und ich melde mich dann jetzt gleich beim LKW wieder. Ich muss jetzt mal ein bisschen hin. Jetzt kommt ihr noch mit und ich melde mich dann am LKW wieder. Bis dann. Ich hätte mehr als Zero auf, ich hasse dich. Ihr habt mich so gemacht, es geht bergab, doch ich steh wieder auf. Steig ein, so mach ich es, bis ich nicht mehr bin, geboren, um frei zu sein. Was ich auch gesagt hab, ich bereue nichts. Hol doch die Polizei, war schlechtes Vorbild. Trag meine Jordan, Klicks in den Straßen. Kids, sie erwarten, dass ich paar Rapper wegfick, wie kann man nicht mal. Bilder in meinem Kopf, in den schimmerndsten Farben. Schreib mein Testament, ob ich sterb, der Himmel soll warten. Stolz, meine Mutter ist krumm, Augen auf mich, Baum. Ich muss nochmal einkaufen. Ich werde den Mutterficker weg. Mein Vater ist ein Opfer, deine Mutter ist ein Depp. Ich bin der Ballermann-Chef, ich baller dich weg. Ich mache Party auf Mallorca, Mann, mein Image ist echt. Also ich hab Vorfahrt, Air Berlin, Cold Card. Oh, einkaufen gehen, schnell, schnell. So Leute, angekommen am LKW, da blubbert er schon. Also die Standheizung und mein Auto piept. Wir müssen also einiges noch in den Kofferraum tragen. Klack, eins, klack. 2. Beifahrtür auf. Ganz wichtig. So, und da lade ich jetzt erstmal einiges ein, was ich so mitgenommen habe, Freunde. Und dann geht die Reise schon los. Jetzt haben wir es 20 vor 7. Ihr seht, just in time, Leute. Viele fragen mich immer, woran erkennen die Leute eigentlich dich immer? Also die Kollegen, die meine Videos schauen, die selber LKW fahren, woran erkennen die dich eigentlich immer auf der Autobahn? Jo, grüß dich. Jo, in Einrichtung auch alles sauber. Fahr vorsichtig. Ja, da kommt er wohl rüber. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Oh, ich sehe gerade, das Kai leuchtet nicht. Nee, unfahrbar. Nochmal. Weil da mein Logo leuchtet, Freunde.
So, Herr... Bist du ruhig. So, jetzt müssen wir ein bisschen Flüssigkeit in diesen LKW bringen. Und dafür tanken wir beide mal eine Runde. Es ist knackige minus 6 Grad draußen. Kackegal, machen wir schnell im T-Shirt. Tanken extrem! Safety first. Moment, PIN-Nummer. So, die 9. Das Gute ist, hier kann man gleichzeitig AdBlue auch noch zusätzlich AdBlue noch reintanken. Also gleichzeitig. Geil. Wenn ihr nicht wisst, was AdBlue ist, AD Blue geschrieben, könnt ihr Wikipedian. Wikipediert euch mal eine Runde durch. So, das machen wir hier rein. Das ist so Harnstoff und so ganzen Kram. So, dann sieht das so aus. Tank 1, Tank 2. Und hier? Lass den Rubel rollen, Freunde, lass ihn rollen. So, jetzt wird mir ein bisschen kalt. Huch! Hä? Schon fertig? Alter. Nee. Muss das jetzt festhalten? Wollen wir uns mal nicht übertreiben hier. Hat ein bisschen was von so, wie heißt das, Kneipen, Kneip, warm, kalt, wisst ihr? Oh. Jetzt machen wir, jetzt machen wir noch ein Selfie für Instagram. Hallo, dreh dich um. Nee, auch doof. So ein bisschen. Ja, muss ein bisschen schräger gucken. So. Ich habe ein paar Selfies gemacht, das reicht aber auch so. Ich glaube, ich bin fertig. Handschuhe. Oh. Ja, hätte man hier noch überspringen. So, das war jetzt. Ich habe nur zwischengetankt 31,41 Liter. Passen 100 rein. Konnte man so, ich glaube, was? Etwas über 3000 Kilometer mit. Wie sieht das hier aus? Ich muss ins Warme, Leute. Das ist mir aber ein bisschen... Oh. Alter! Oh, es ist... bleib doch mal hier stehen. So. Ach, ich wundere mich krass, wo der herrliche, maskuline Geruch hierher kommt. Ich hab da, glaube ich, was vergessen. Man weiß ja nie. So, und dann fahren wir jetzt gleich weiter. Die restlichen ein Dingskilometer. Und dann wird abgeladen, Freunde. Heute mal ein extra, oh, so kalt, Alter. Ein extra längerer Vlog, so einfach mal so
Als Dankeschön für die vielen neuen Abonnenten, die gekommen sind. Ich habe gerade vorhin gelesen, schon weit über 15.000 schon wieder durch. Und deswegen heute mal so ein Spezial-V-Blog. So richtig lang mit Labern und Kram. Auch ein paar Autobahnszenen, die müssen immer mit sein. Aber heute mal ein bisschen viel labern, ne? So, da hinten macht einer Pause. Und sonst bin ich hier ganz alleine. Und jetzt gehe ich mal aufs Töpfchen, dann nehme ich euch aber nicht mit. Ich glaube, da wollt ihr auch nicht mit. Ganz, ganz schlimm. So, meine lieben Freunde, das ist das Ende. Ich habe jetzt abgeladen, es ist 5 Uhr morgens. Ich bin wunderbar durchgekommen, kein Stau, keine Vollsperrung, so wie ihr das immer wünscht, aber ich habe auch mal einen vernünftigen Arbeitstag verdient. Findet ihr nicht auch? Und ich bin jetzt müde, ich werde jetzt noch einen kleinen Aperitif trinken und dann werde ich mich in den rückwärtigen Teil dieses LKWs begeben. Ich danke euch fürs Zuschauen, aber wartet mal ganz kurz, wenn euch mal der Hafer juckt oder sogar der Füller drückt, ihr euch nach dem Weibe sehnt, der Jockel sich bis ins Unendliche dehnt, dann bin ich dafür, meine lieben Freunde, dann singt ihr einfach mal ein Lied. Zum Beispiel würde mir da einfallen, komm, lass das doch, was soll das denn, Mensch, wenn das einer sieht. Dusch dich kalt, hack Holz im Wald oder sing ein Lied und ich sing Ade, du mein lieb Heimatland, Ade. Und schon tut untenrum nichts mehr weh. Freunde, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gebt halt einen Daumen nach unten. Ist halt nur manchmal so. Ich danke euch jedenfalls für den heftigen Support in der letzten Zeit. Wahnsinn, Leute. Ich bin sowas von gut drauf. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Schaut, wie gesagt, mal in die Videobeschreibung. Da habe ich euch einige interessante Sachen verlinkt. Ja. Und vielleicht lasst ihr auch einen Kommentar dabei. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann könnt ihr mir einen Gefallen tun. Kai stellt schon gleich Forderungen. Wie hast du von meinem Kanal erfahren? Gefällt dir das so? Könnt ihr mal so ein bisschen. Und dann kommt in nächste Folge, werde ich auf definitiv einen Kommentar kommentieren machen, Leute. Und ich werde mir von den letzten 4 inklusive diesen Videos so die Kommentare durchlesen und versuchen, so bestmöglich darauf einzugehen und zu beantworten. Für die neuen Abonnenten, so mache ich das immer. Also ich kommentiere nicht jeden Kommentar, der unter den Videos ist, sondern ich mache das immer so, entweder in den Livestream, wie diesen Sonntag, circa 18, 19 Uhr. Abonnenten bekommen das ja aufs Handy. Dort kann man dann die Fragen stellen. Oder ihr wartet auf die Kommentare und Kommentierfolge. Und da werde ich dann auf die Kommentare eingehen. Weil ich persönlich finde es immer unhöflich, wenn man darauf gar nicht reagiert. Da es aber so viele Kommentare sind, fällt es mir halt schwer. Zeitlich habe ich ja nun auch nicht immer so die Zeit, dass ich mir 300 Kommentare unter einem Video durchlesen kann. Deswegen. Danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, euer Kai. Tschüss.